Plädoyers der Staatsanwaltschaft. Staatsanwalt Kögler. 159. Verhandlungstag, 17.05.1965. Herr Präsident, meine Damen und Herren Richter und Geschworene. Das Lagertor Arbeit macht frei, an dem die Angeklagten Höcker und Mulka vorbeigegangen sind. Durch dieses Lagertor Arbeit macht frei wurde der Angeklagte Bednarek zunächst einmal und bildlich gesprochen als ein Opfer auch jener, die mit ihm hier auf der Anklagebank sitzen, hindurchgeprügelt. Der Vater des Angeklagten Bednarek war Seilwärter in einer Kohlengrube. Der Angeklagte hatte 4 Geschwister. 3 noch lebende Geschwister befinden sich in Polen. Nach dem Besuch der Volksschule begann er im Jahre 1918 nebenbei eine kaufmännische Lehre in einem Lebensmittelgeschäft und besuchte eine kaufmännische Abendschule in Königshütte. Hauptberuflich arbeitete er in einem Kohlenbergwerk als Bergmann. Im Jahre 1928 wurde er zur polnischen Armee eingezogen. Nach Ableistung des Wehrdienstes war er 2 Jahre arbeitslos. Etwa im Jahre 1931 oder 1932 fand er eine Anstellung bei der Vereinigten Königslaura-Hütte. Er war dort Arbeiter und später kaufmännischer Angestellter. Als der letzte Krieg ausbrach, wurde er erneut zur polnischen Armee eingezogen. Nach kurzer Gefangenschaft arbeitete er als kaufmännischer Angestellter in einer Ziegelei. Am 15. April 1940 wurde er von der Gestapo verhaftet. Ihm wurde zur Last gelegt, Angehöriger einer polnischen Widerstandsbewegung zu sein. Der Angeklagte hat gegen Ende der Hauptverhandlung diese Verhaftung anlässlich der Vernehmung des Zeugen Dr. Schäfer hier noch einmal geschildert und uns berichtet, wie er damals bereits bei der Verhaftung geschlagen wurde. Am 7. Juli 1940 wurde er dann als politischer Schutzhäftling in das Konzentrationslager Auschwitz eingeliefert. Er blieb dort bis zur Evakuierung des Lagers im Januar 1945, hat also, das kann man wohl mit gutem Gewissen sagen, die Schrecken dieses Lagers von Anfang an bis zum bitteren Ende mitgemacht. Auch er. Zunächst im Jahre 1940 war er Blockschreiber auf Block 7. Dann im August 1941 etwa, aber das Datum ist ungewiss, wurde er als Blockältester des Blocks 8 bzw. 8a eingesetzt. Und am 2. Februar 1942 in das Lager Birkenau verlegt, wo er zunächst einem Arbeitskommando angehörte, das Planierungsarbeiten zu verrichten hatte. Nach einigen Wochen wurde er wiederum als Blockältester eingesetzt. Er war dann bis etwa April 1943 im Block 23 und im Block 3 in Birkenau. Ab Juli 1943 unterstand ihm der Block 11 im Lager B2D, das sogenannte Block der SK in Birkenau. Vorher, im Juni 1943, will der Angeklagte Bednarek in Häftlingskrankenbau krank gewesen sein. Nach der Evakuierung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau wurde er mit ca. 45 polnischen Knaben, die ihm zuletzt zur Betreuung übergeben worden waren, in das Konzentrationslager Mauthausen transportiert, wo er bis zur Befreiung des Lagers von amerikanischen Truppen verblieb. Der Angeklagte begab sich nach Kriegsende nach Königshütte zu seiner Familie. Nach wenigen Tagen verließ er jedoch Königshütte wieder und stellte sich Ende des Jahres 1945 in Schirnding der amerikanischen Militärregierung als Treuhänder einer gewissen Firma Trautwein zur Verfügung.
Im Jahre 1947 schied er aus dieser Firma aus, um sich selbstständig zu machen. Etwa Weihnachten 1947 eröffnete er die Bahnhofsgaststätte in Schirnding und dort baute er 1949/50 einen Kiosk auf, den er neben der Gaststätte eröffnet hatte. Diesen Kiosk baute er zu einem Lebensmittelgeschäft aus. Im Juli des Jahres 1959 erwarb er in Riederau am Ammersee ein Grundstück mit einer Pension und einem Lebensmittelgeschäft. Er war hierzu insbesondere durch einen Lottogewinn in Höhe von 15.000 Mark in der Lage, den er bei einer Bausparkasse angelegt hatte. Infolge Personalmangels musste er dieses Grundstück jedoch veräußern und kehrte wieder nach Schirnding zurück. Bei seiner Verhaftung arbeitete er als Buchhalter in seinem Lebensmittelgeschäft in Schirnding, das er an ein Fräulein, mit dem er zusammenlebte, verpachtet hatte. Der Angeschuldigte hat am 1. Mai 1933 geheiratet. Aus seiner Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen. Die Ehefrau und die beiden Kinder leben noch in Polen. Ich sagte, meine Damen und Herren, dass der Angeklagte bildlich gesprochen in das Konzentrationslager Auschwitz hineingeprügelt wurde. Dort hat er zunächst erfahren, am eigenen Leib erfahren, was es hieß, Häftling zu sein. Wir wollen insoweit seiner eigenen Einlassung folgen. Er hat, wie er sagt, 30 Stunden in Kniebeuge sitzen müssen. Ein Rapportführer schlug ihn 15 Mal mit einem Kabel. 3 Stunden hat er auf den Fußspitzen stehen müssen. Leider, meine Damen und Herren, hat das ausgereicht, dass sich der Angeklagte die Unmoral und den automatisierten Tötungsdrill der SS zu eigen machte, aus Motiven, die wir allenfalls ahnen können, über die er uns aber hier nichts gesagt hat. Ihm wird zur Last gelegt, in einer Vielzahl von Fällen Häftlinge so schwer misshandelt zu haben, dass sie unmittelbar darauf an den Folgen der Misshandlung verstorben sind. Allgemein sind zu dem Angeklagten Bednarek folgende Zeugen in Erinnerung zu rufen. Da ist der Zeuge Znamirovski, der 2 Monate in der Strafkompanie war. Der Angeklagte Bednarek hat diesen Zeugen für sich selbst als Entlastungszeugen genannt. Dieser Zeuge hat bekundet, Bednarek hat geschlagen. Der Häftling Franek musste in den Ofen kriechen und bekam 25 Schläge. Einen jungen Mann, der Brot gestohlen hatte, ließ Bednarek mit gefesselten Händen aufhängen. Bednarek sagte, wenn man tut, was ich verlange, dann ist alles gut. Und der Zeuge sagt, Bednarek entschied allein bei Bestrafungen. Niemand kontrollierte ihn. Da ist der heute in den USA lebende Zeuge Kaminski, der am 26.11.64 vernommen wurde. Er wurde von dem Angeklagten Bednarek so geschlagen, dass er noch heute ein Korsett tragen muss. Einer der letzten hier vernommenen Zeugen vor Beendigung der Beweisaufnahme war der Zeuge Pickney aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Nach den Bekundungen dieses Zeugen mussten er und ein Häftling namens Händel Holz tragen. Sie waren in einer körperlichen Verfassung derart, dass sie dazu zu schwach waren. Sie holten sich noch einen Häftling. Bednarek kam dazu und schlug sie so, dass der andere Häftling zusammenbrach. Der Zeuge selbst musste sich dann im Block über einen Ofen bücken. Bednarek schlug den Zeugen so sehr, dass er nicht mehr sitzen konnte, lange nicht mehr sitzen konnte.
Dann schlug Bednarek den Händel. Und der Zeuge meint, er habe dem Händel dabei die Nieren zerschlagen. Denn Händel kam in den Krankenbau und kam nicht wieder. Am 26.04.65 wurde der Zeuge Josef Mikusch vernommen. Er war 1941 im Block 8a im Stammlager. Er hat bekundet, dass Bednarek mit den ihm unterstellten Häftlingen Sport gemacht hat. Und er hat lakonisch gesagt, viele blieben liegen. Tote waren möglich. Man hatte keine Zeit hinzusehen. Der Zeuge Schaffer, der dem Siemens-Kommando angehörte und im November 1943 nach Auschwitz kam, hat bekundet, dass Bednarek es dort im Strafblock 11, wo dieses Kommando untergebracht war, nicht gelitten habe, dass dieses Sonderkommando für Siemens eine Sonderbehandlung, in diesem Fall eine bessere Behandlung, hatte. Er hat bekundet, sie hätten Gymnastik machen müssen. Der SS-Dienstgrad Schulz habe einmal sich darüber beschwert, dass irgendein Häftling geraucht habe. Mit Peitschenhieben sind die Häftlinge nach draußen getrieben worden. Im Hof mussten sie laufen, sehr schnell laufen. Bednarek trieb sie an. Eines Tages hat der Zeuge im Block nach dem Appell geschlafen. Bednarek erwischte ihn und einen Kameraden. Bednarek schlug beide mit dem Stock. Der Zeuge selbst musste 5 Schläge auszählen. Und dann musste er im Hof Kniebeuge machen. Eine Spezialität von Bednarek, so sagt der Zeuge, sei die Läusekontrolle gewesen. Wenn er Läuse fand, habe er den Häftling unter die kalte Dusche gestellt. Der Zeuge meint, sie seien 50 gewesen, 20 seien übrig geblieben. Der Zeuge meint auch, Bednarek sei die Hand, nicht der Kopf gewesen. Er hätte sie retten können, wenn er sich an das gehalten hätte, was Siemens wollte. Der Zeuge meint, Bednarek habe die Gruppe aus rassischen Gründen gehasst. Der Zeuge bekundet, dass er selbst nicht Häftlinge gesehen hat, die unter der Hand des Angeklagten Bednarek gestorben sind. Aber er meint, dass infolge der Behandlung, die sie von ihm erfahren haben, später der Tod eingetreten ist. Er hat erklärt, sein Gedächtnis sei etwas schwach und der Zeuge Altmann habe ihm das Gedächtnis wieder etwas aufgefrischt. Eine genaue Bekundung über einen Tötungsvorgang kann der Zeuge nicht machen, aber seine Darstellungen beleuchten doch schon das allgemeine Bild, das der Angeklagte Bednarek im Lager als Blockältester bot. Was der Zeuge Altmann hier bekundet hat, das grenzt schon sehr nah an Mord. Es sind mehrere Fälle. Im Block 11 befand sich damals ein Geigenspieler. Der Zeuge kann sich nicht an den Namen dieses Häftlings erinnern. Bednarek hat ihm sogar eine Geige besorgt und der Häftling durfte spielen. Eines Abends bekam er Schläge von Bednarek, am nächsten Tag lag er tot in der Koje. Dasselbe ist geschehen mit einem Häftling namens Birnfeld. Die Schläge hat der Stubendienst verabreicht, Bednarek hat dabei gestanden. Der Zeuge hat die ganze Nacht gejammert. Ein Häftling, Bruno Schanzer, hat es auf dem Block 11 nicht länger ausgehalten. Er war bei der SK. Und er ist mitgegangen, er wollte mitgehen auf das Siemens-Kommando nach Borbreck. Er meldete sich. Eines Abends kam dieser Häftling mit einem Bluterguss zurück und ihm wurden 3 Tage Blockruhe verordnet. Bednarek jagte ihn zurück ins Revier. Der Zeuge hat diesen Häftling nie wieder gesehen. Auch dieser Zeuge berichtet von der Läusekontrolle und ganz allgemein von Schlägen, die Bednarek verteilte, wenn er irgendetwas nicht in Ordnung fand.
Ich darf nun zunächst zu sprechen kommen auf Ziffer 4 des Eröffnungsbeschlusses. Dem Angeklagten Bednarek wird insoweit angelastet, bei der Liquidation des Theresienstädter Lagers im Sommer 1944 mitgewirkt zu haben. Das bekundet der Zeuge Kulka. Sie können sich erinnern, wir hatten hier Vater und Sohn als Zeugen. Es handelt sich um den Sohn, der heute in Israel lebt. Der Zeuge war damals sehr jung. Ich möchte auf die Einzelheiten, die er hier geschildert hat, in diesem Zusammenhang nicht eingehen. Er glaubt zwar, dass er den Angeklagten Bednarek damals, es war nachts, gesehen hat, aber das scheint mir nicht auszureichen, um den Angeklagten Bednarek als überführt anzusehen, bei der Liquidation des Theresienstädter Lagers in einer Art und Weise mitgewirkt zu haben, dass dabei Häftlinge zu Tode gekommen sind. Und man wird in diesem Zusammenhang auch immer berücksichtigen müssen, dass in einem solchen Fall, wenn wir einmal unterstellen wollen, dass der Angeklagte Bednarek bei der Liquidation des Zigeunerlagers dabei war, er möglicherweise von der SS einen Auftrag erhielt, sich dabei zu betätigen. In dem Eröffnungsbeschluss wird dem Angeklagten Bednarek zu Ziffer 6 angelastet, einen Häftling namens Pines getötet zu haben. Dies hat in der Voruntersuchung der Zeuge Tamir bekundet. Der Zeuge war damals 16 bis 17 Jahre alt. Er hat hier in der Hauptverhandlung zwei Fälle geschildert. Einmal den Fall des Häftlings Baci und dann den Fall des Häftlings Pines. Ich darf es kurz machen. Der Zeuge kann keine konkreten Angaben darüber machen, ob diese beiden Häftlinge tatsächlich durch die Schläge des Angeklagten Bednarek unmittelbar zu Tode gekommen sind. Von dem Tod der Häftlinge hat der Zeuge später, wie er hier bekundet hat, von Hören und Sagen gehört. Das reicht meines Erachtens nicht aus, den Angeklagten Bednarek insoweit als des Mordes überführt anzusehen. Aber meine Damen und Herren, all das, was ich Ihnen bis jetzt geschildert habe, wirft doch ein recht eindeutiges Licht auf das Verhalten des Angeklagten Bednarek als Blockältester in Auschwitz. Und nun kommen die Zeugen, an deren Bekundungen ich keinerlei Zweifel haben kann. Es ist dies zunächst einmal, um einigermaßen in der zeitlichen Reihenfolge zu bleiben, der Zeuge Dr. Kluczynski, der sich zu Ziffer 1 des Eröffnungsbeschlusses geäußert hat. Er wurde am 15. Mai 1964 hier vernommen. Auf den Zeugen Dr. Kluczynski, der als Pfleger und Häftlingsarzt im HKB tätig war, wird im Zusammenhang mit der Erörterung der Tätigkeit des Sanitätsdienstes gerade noch zurückzukommen sein. Gegen die Bekundungen dieses Zeugen habe ich nicht die geringsten Bedenken. Der Zeuge war damals im Jahre 1941 auf Block 8. Er hat gesagt, Bednarek hat Hunderte totgeschlagen, aber mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit, und das hat der Zeuge auch beschworen, kann er sich daran erinnern, dass der Angeklagte Bednarek in diesem Zeitraum mindestens fünf Häftlinge aus diesem Block 8 vor den Augen des Zeugen durch Stockschläge getötet hat. Der Zeuge hat auch weiter bekundet, dass der Angeklagte Bednarek abends im Block herumgegangen sei und dabei erklärt habe, wie er schlagen würde, wenn. Im Spätherbst 1941 hat der Angeklagte Bednarek den ganzen Block eine halbe Stunde lang nackt in Schnee und Regen stehen lassen. Ein weiterer Fall, der nicht im Eröffnungsbeschluss bezeichnet, uns aber hier in der Hauptverhandlung vorgetragen worden ist,
hat sich zu Weihnachten 1941 auf dem Block 8 abgespielt. Hierzu hat der Zeuge Baranowski, jener Zeuge, mit dem mir vorher eine Verwechslung geschehen ist, am 17. April erklärt, am Heiligabend 1941 sei Brot verteilt worden. Die Häftlinge hätten mehr Brot bekommen. Es sei keine Möglichkeit gewesen, das Brot zu verstecken, da keine Betten in den Blocks gestanden haben damals. Es sei ein Brotdiebstahl vorgekommen. Der Schuldige wurde gefunden. Und Bednarek hat nun ein Gericht aufgestellt. Ein regelrechtes Gericht, zwei Richter, Verteidiger und Staatsanwalt, nach allen Regeln der Kunst, so wie es die Häftlinge dort verstanden. Das Urteil dieses Gerichts hat auf 50 Schläge gelautet. Zunächst 25 und später nochmals 25. Der Angeklagte Bednarek hat sich darüber aufgeregt und erklärt, er mache das Gericht jetzt selbst. Er hat dann, wie der Zeuge bekundet, mit den Stangen vom Essenskübel, mit einer Stange vom Essenskübel, den Häftling erschlagen. Das ist nach den Bekundungen des Zeugen in einer Stube geschehen, Weihnachten 1941. Der Zeuge weiß andererseits von dem Angeklagten Bednarek Gutes zu berichten. Er sagt, dass der Angeklagte Bednarek, was auch andere Zeugen später hier erklärt haben, in Birkenau zum Schluss einen Kinderblock gehabt hat und dass es sich sehr um diese Kinder und insbesondere auch um diese Kinder auf dem Evakuierungstransport gekümmert hat. Der Zeuge hat den Angeklagten hier erkannt. Es ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, der Zeuge Uchwart, der damals mit dem Angeklagten Bednarek zusammen war. Und der Zeuge hat hier bekundet, er sei sich zu 99% sicher, dass es damals keine Fässer gegeben habe. Man sei körperlich und moralisch völlig abgesunken gewesen. Und solche Häftlinge, die völlig körperlich und moralisch abgesunken gewesen seien, habe Bednarek nicht gerne gesehen. Es sei die Meinung des Angeklagten Bednarek gewesen, dass solche Leute nicht am Leben bleiben sollten. Viele seien an Erschöpfung gestorben. Es könne möglich sein, dass einer, der gestorben sei, vorher eine Ohrfeige bekommen habe. Aber so meint der Zeuge, er selbst habe nicht gesehen, dass ein Häftling gestorben sei, nachdem der Angeklagte Bednarek ihn geschlagen habe. Dieser Zeuge sagt, dass er um die Weihnachtszeit 1921, also am 24.12., zwar mit Bednarek zusammen gewesen, aber nicht ständig auf dem Block gewesen sei. Er sei vorher 12 Stunden zum Kartoffelschälen abkommandiert gewesen. Und er sei erst später gekommen, als damals eine Weihnachtsfeier im Gang gewesen sei. Nach den Bekundungen des Zeugen Uchwart kann nicht ausgeschlossen werden, dass das, was der Zeuge Baranowski hier bekundet hat, tatsächlich auch passiert ist. Der Zeuge Baranowski, ich habe das vorhin schon erwähnt, ist von der Zeugin Prochimska bezichtigt worden. Er habe in Polen sich eines kriminellen Delikts schuldig gemacht und sei dann in die Tschechoslowakei gegangen. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Ich habe das Gericht schon vorhin darauf hingewiesen und ich habe aber im Zusammenhang mit dem, was der Zeuge Baranowski auch sonst noch bekundet hat, keine Bedenken, dem Zeugen zu glauben. Nach den Bekundungen dieses Zeugen steht fest, dass der Angeklagte Bednarek damals, Weihnachten 1941,
einen Häftling auf der Stelle mit einer solchen Stange erschlagen hat. Zu Ziffer 7 des Eröffnungsbeschlusses berichtet der Zeuge Dörin, der ab August 1943 in Birkenau war und, wenn ich mich recht erinnere, am 14. Mai 1964 hier vernommen wurde. Er sei zufällig zweimal Zeuge geworden, wie der Angeklagte Bednarek einen Häftling getötet habe. Im ersten Fall sei er im Frühjahr 1944 auf den Block der SK gekommen, wo er den Stubenältesten gekannt hat. Am Blockeingang hat der Zeuge einen Schrei gehört. Bednarek hat einen deutschen Häftling in den Block hereingeschoben. Dieser Häftling ist kein Häftling der Strafkompanie gewesen. Bednarek hat ihn mit dem Stock geschlagen. Wie der Zeuge später erfahren hat, sollte dieser Häftling einem Bekannten in der SK das Essen bringen. Bednarek habe geschlagen, weil der Häftling ohne besondere Erlaubnis auf den Block gekommen sei. Der Zeuge hat sich auf einer Pritsche versteckt. Nach einer Weile fiel der Häftling, auf den Bednarek einschlug, um. Bednarek legte den Stock dem Häftling auf den Hals und stellte sich auf die Enden des Stocks, sodass er den Häftling erwürgte. Einen zweiten Fall schildert der Zeuge, das ist zu Ziffer 8 des Eröffnungsbeschlusses. Im Sommer 1944 sah er, wie Bednarek auf dem Appellplatz des Strafbocks einen am Boden liegenden Häftling mit dem Stock schlug. Der Zeuge stand mit anderen dabei und sah zu. Bednarek schlug auf den Bauch und trat mit den Füßen. Nach einer Weile ging der Zeuge weg und fragte dann andere Häftlinge der Strafkompanie, was mit diesem Häftling, den Bednarek geschlagen habe, geworden sei. Sie erzählten dem Zeugen, dieser sei gestorben. Ich kann an den Bekundungen dieses Zeugen, die er auch in anderen Zusammenhängen gemacht hat, nichts finden, was dessen Glaubwürdigkeit erschüttern könnte. Der am 23.04.1964 vernommene Zeuge Dr. Glowacki, der auch in anderen Zusammenhängen eine nicht unbedeutende Rolle spielt, war von Herbst 1944 bis Jahresende in Birkenau in der Strafkompanie. Er hat gesehen, wie Bednarek Häftlinge mit einem Stock blutig schlug. Er, der Zeuge, und ein gewisser Dr. Diem, der dort als Häftling war, haben dem Angeklagten Bednarek gelegentlich eines Abends, als sie zusammen zu Abend aßen, Vorhaltungen gemacht. Der Angeklagte Bednarek hat daraufhin geantwortet, ich muss Ordnung halten, sonst werde ich geschlagen. Der Zeuge meint generell, dass viele der von Bednarek Misshandelten im Häftlingskrankenbau gestorben sind. Nach der Liquidation des Zigeunerlagers, das war am 1. August 1944, wie wir wissen, so sagt der Zeuge nach der Liquidation, hat er gesehen, wie der Angeklagte Bednarek im Hof von Block 11 auf dem Brustkorb eines Häftlings herumsprang. Der Häftling ist an Rippenbrüchen und an einem Lungenriss im Häftlingskrankenbau gestorben. Einen weiteren Fall, bei dem der Angeklagte Bednarek gleich 4 Häftlinge auf einmal getötet hat, berichtet der Zeuge Dr. Glowacki vom Herbst 1944. Bednarek hat die Häftlinge nackt vor den Block gestellt und mit Wasser übergossen. Die Häftlinge erfroren und wurden dann, nachdem sie schon tot waren, zum HKB gebracht. Der Zeuge sagt, dass er selbst mindestens 4 solche Fälle beobachtet hat. Einen ganz vorzüglichen Eindruck hat der Zeuge Preston, ein Diplom-Ingenieur aus den Vereinigten Staaten, gemacht. Er gehörte auch zu jenem Siemens-Kommando und er bekundet zu Ziffer 2 des Eröffnungsbeschlusses, dass ein kranker Häftling aus der Strafkompanie
beim Sport hingefallen ist. Bednarek hat ihn mit Schuhen an die empfindlichen Körperstellen getreten. Ein SS-Mann hat lächelnd dabei gestanden. Der Mann, der Häftling, ist unter den Schlägen und Tritten des Angeklagten Bednarek gestorben. Sie deckten ihn zu. Der Stubenälteste und ein anderer Häftling legten die Leiche in eine Baracke in der Nähe des Waschraums. Bednarek sagte vorher, nehmt ihn weg, er stinkt. Der SS-Mann hatte zu diesem Tun des Bednarek keinen Befehl gegeben. Das sei im Frühjahr 1944 gewesen. Der Zeuge selbst ist von Bednarek auch geschlagen worden. Ich will das hier im Einzelnen nicht schildern. Jedenfalls sagt der Zeuge in diesem Zusammenhang, dass er heute noch Rückenschmerzen habe. Der Zeuge erscheint mir auch deshalb glaubhaft, weil abgesehen von dem vorzüglichen Eindruck, den er hier gemacht hat, von ihm bekundet wurde, er habe noch einen anderen Fall in Erinnerung, aber er habe damals zu weit weggestanden, um sehen zu können, ob der Angeklagte Bednarek den Häftling auch wirklich totgeschlagen hat. Einen weiteren Fall dieser Art berichtet der Zeuge Wolowski, der am 4.3.1965 hier vernommen worden ist und jetzt in New York lebt. Der Zeuge kam im Oktober, November 1943 nach Auschwitz. Er war dann in Block 11 bei dem Angeklagten Bednarek. Er gehörte ebenfalls zu jener Gruppe Siemens-Kommando. Er erklärt, einer der Häftlinge konnte nicht mehr zur Arbeit gehen, er war am ganzen Körper geschwollen. Er wurde von Bednarek auf dem Bett, auf der Pritsche, denn Betten waren das ja keine, halb totgeschlagen. In der Nacht, in der darauffolgenden Nacht, ist er gestorben. Es habe sich um den Häftling Hirschhorn gehandelt. Das war im März 1944, wie der Zeuge sagt, der Schnee sei bereits geschmolzen. Der Zeuge hat auch Selektionen dort miterlebt und er hat bekundet, dass der Angeklagte Bednarek dafür gesorgt hat, dass der Schreiber alle Nummern genau festhielt und keiner dem Tode entkam. Der Zeuge Schwarzbaum, der heute in Israel lebt und am 4. März 1965 hier vernommen wurde, gehörte auch zu jenem Siemens-Kommando. Er berichtet, dass um die Weihnachtszeit 1944 er beobachten konnte, wie der Angeklagte Bednarek einen Häftling mit der Schaufel schlug. Dann sei Bednarek zurückgekommen und habe zu dem Stubendienst in polnischer Sprache gesagt, schafft das stinkende Schwein fort, nehmt ihn unter der kalten Dusche. Der Stubendienst nahm den Zeugen mit und zu viert mussten sie den Häftling, den Bednarek zuvor geschlagen hatte, unter die Dusche legen. Sie haben ihn ausgezogen, berichtet der Zeuge, aber der Häftling lebte nicht mehr. Die anderen haben versucht, Lebensrettungsübungen an diesem Zeugen zu machen. Sie haben versucht, ihn zum Leben zurückzuerwecken, was aber nicht gelungen ist. Der Zeuge ist während dieses Vorgangs fortgegangen, weil er den Anblick nicht ertragen konnte. Später, so hat der Zeuge erklärt, habe der Stubendienst gesagt, Bednarek habe mit diesem Häftling eine alte Rechnung auszugleichen gehabt. Einen zweiten Fall schildert der Zeuge Schwarzbaum, übrigens identisch mit dem Zeugen Zimmermann, den ich hier im Einzelnen nicht erwähnen möchte. Eines Sonntags hat Bednarek versucht, die Häftlinge des Siemens-Kommandos zu einem sogenannten Sonderkommando anzuwerben. Er hat zunächst mit ihnen Gymnastik gemacht und dann hat er ihnen einen Zirkus versprochen. Das eine Opfer war ein Bekannter des Zeugen Schwarzbaum. Er war aus der gleichen Heimatstadt,
aus Polivoda. Beziehungsweise der Häftling hieß Polivoda. Bednarek wandte sich an diesen Polivoda und sagte auf einen anderen Häftling deutend, der hat gesagt, dass deine Mutter eine Hure sei. Jetzt gib ihm eine in die Fresse. Polivoda hat nicht reagiert. Er wurde von Bednarek nochmals aufgefordert. Auch jetzt reagierte Polivoda nicht. Dann nahm Bednarek einen Stock, schlug diesen Stock dem Polivoda über den Kopf. Daraufhin nun schlug Polivoda den anderen Häftling. Dann sagte Bednarek zu dem anderen Häftling, warum lässt du dich schlagen? Und dann hat der Angeklagte Bednarek diese beiden Häftlinge, wie der Zeuge sich ausdrückt, wie Hunde aufeinander gehetzt und beide mit dem Stock geschlagen. Sie fielen zu Boden. Bednarek schlug und trat weiter auf sie ein. Beide Häftlinge wurden, wie sich der Zeuge ausdrückte, von Bednarek erledigt. Der Stubendienst hat sie auf einem Karren weggefahren. Der Zeuge hat dazu erklärt, ich bin kein Arzt, aber in meinen Augen waren die beiden Leichen. Er meint, dass die beiden in den Krankenbau und dann ins Krematorium von dort gebracht worden sind. Der Zeuge ist davon überzeugt, dass diese beiden Häftlinge schon tot waren, als sie vom Hof weggebracht wurden. Etwa um die gleiche Zeit, im Februar 1944, habe ein Läuseappell stattgefunden. Wenn Bednarek eine Laus fand, so schlug er den Häftling. Der Zeuge Schwarzbaum selbst erhielt von Bednarek 3 Schläge. Ein Studienkollege des Zeugen namens Birnfeld aus Tarnow hatte, wie der Zeuge vermutet, möglicherweise viele Läuse, denn Bednarek hat ihn ganz furchtbar geschlagen. Bei diesen Schlägen hat der Studienkollege Birnfeld, wie der Zeuge vermutet, eine Wirbelsäulenverletzung erlitten. Er hat, wie der Zeuge selbst erleben musste, die ganze Nacht gejammert und die anderen konnten nicht schlafen. Am nächsten Morgen lag Birnfeld tot auf seiner Pritsche. Beim Appell lag er tot neben den angetretenen Häftlingen. Der Zeuge hat ferner bekundet, in Übereinstimmung mit den anderen Zeugen, dass es der Angeklagte Bednarek liebte, mit den Häftlingen Gymnastik zu machen und dass die Häftlinge, die zum Siemens-Kommando gehörten, nie die ihnen zugedachten Essensportionen bekommen hätten. Meine Damen und Herren, ich zähle 19 Fälle, in denen nach meiner Auffassung der Angeklagte Bednarek nachgewiesenermaßen diese Menschen, die ihm in seinen Blöcken zugeteilt waren, totgeschlagen hat. So wie uns der Angeklagte Bednarek geschildert wird, hat er offenbar den Vorsatz gehabt, wenn ihm irgendetwas nicht passte, gleichgültig, wie die Folgen sein werden, zuzuschlagen. Und nach der Vielzahl der Schilderungen, die wir hier gehört haben, ist es so gewesen, dass er bei seinen Gedanken einschloss, dass der Häftling sterben würde, den er schlug. Bedingter Vorsatz genügt bei der Annahme von Mord. Und Mord, meine Damen und Herren, liegt wohl hier in den von mir geschilderten Fällen vor. Der Bundesgerichtshof hat diese Rechtsprechung des Reichsgerichts, dass bedingter Vorsatz genügt, zumindest insoweit bestätigt,
als es sich um Fälle aktiven Tuns handeln, die hier ja vorliegen. Ich darf insoweit auf die Entscheidungen des Reichsgerichts im 70. Band, Seite 259, und auf die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, Band 15, Seite 291, Bezug nehmen. Die Beweggründe des Angeklagten Bednarek waren niedrig und sein Handeln war grausam. Ich kann zum Schluss nur sagen, dass es eine Tragik ist, dass jener, der zunächst das Opfer war, sich so benommen hat zum Schluss wie die Blockführer. Ich bitte das Gericht, wenn es zu einer Verurteilung des Angeklagten Bednarek kommen sollte, diesen Gesichtspunkt, dass der Angeklagte Bednarek, wenn auch nicht gezwungen, so doch zunächst einmal in dieses Lager hineingeprügelt wurde, im Urteil Ausdruck zu geben. Und ich bitte das Gericht auch in dem Urteil festzuhalten, dass der Angeklagte Bednarek sich offenbar zum Schluss der Lagerzeit gewandelt und jedenfalls gegenüber den Kindern sich anständig verhalten hat. Ich beantrage, den Angeklagten Bednarek als Mörder in 19 Fällen zu lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen, ihm die bürgerlichen Ehrenrechte für immer abzuerkennen und den Haftbefehl aufrecht zu erhalten. Ich danke sehr, Herr Präsident.